Ich hatte auf der Gamescom die Möglichkeit, The Legend of Zelda Link's Awakening anzuspielen und darf euch nun ein paar Minuten von dem Gameplay zeigen. Ja, hier handelt sich das ganz klar gesagt noch um eine Demo-Version. Sprich, dies ist nicht die finale Version des Spiels, sondern jegliches eine Demo-Version. Vielen Dank aber erstmal Nintendo dafür, dass das Aufnehmen jetzt gut geklappt hat. Ihr seht das vielleicht am Anfang in den ersten zwei Minuten leider ein paar kleine Bildfehler drin. Das ist aber definitiv meiner Capture Card zu schulden und nicht Nintendo. Ich habe die leider nicht rausbekommen, besser auch immer die jetzt drin waren, aber das ist nach zwei Minuten ungefähr, das ist beruhigt. Da dürften die auch weg sein. Ich entschuldige mich schon mal direkt am Anfang dafür. Ist das Problem, wenn man das erste Mal da mit seiner portablen Capture Card oder seinem Laptop was aufnimmt, dann sind die Settings halt noch nicht ganz so passend wie zu Hause. Und dann kann sowas ab und zu schon passieren. So, auf jeden Fall vielen Dank an Nintendo, dass ich zuletzt auf seinem Awakening aufnehmen durfte. Und ich darf euch hier jetzt ein paar Minuten vom Gameplay zeigen. Werd wissen, was auch darüber erfällt. Aber jetzt haut uns erstmal die tolle Grafik von dem Spiel an und hört mal ein bisschen auf die tolle Musik. Da merkt ihr schon, ey, das ist ein tolles Spiel. Ja, zum Anfang, nachdem man aufgewacht ist, muss man es erstmal eben auf dem Weg vom Dorf machen zum Strand, wo wir auch gleich dann hingehen werden. Ist das ein Remake von Game Boy Teil, by the way? Und als erstes macht man es eben auf dem Weg zum Strand, um sein Schwert zu holen. Und da wir es gerade hier im Bus ausprobieren, ich weiß aber auch immer, dann machen wir es danach ein bisschen auf den Weg. Ja, es konnte, ich muss bis auch erst ein bisschen Restfett, weil ich habe das Zelda Link's Awakening noch nie gespielt. Also ich habe im Gameboy-Teil mal ein bisschen angespielt, habt ihr ja schon gesehen, da existieren vier Parts oder so auf meinem YouTube-Channel mit Fabi. Ich habe so ein bisschen angespielt, mehr aber auch nicht tatsächlich. Hab aber ein richtig, richtig cooles Mauspad bekommen. Das kann ich euch am Ende von dem Part eventuell noch zeigen. Aber das ist echt cool geworden, das Mauspad. Ja, ich glaube, das sage ich euch definitiv noch am Ende vom Part. Da halte ich das einfach in die Kamera. Dann könnt ihr das sehen. So. Ja, machen wir es wie gesagt ein bisschen gemütlich auf dem Weg hier zum Strand. Und da sind zum Beispiel der Torong-Strand. Und da sind die Stachelleger und die müssen wir einfach mit dem Schild wegziehen. Hatte beim Aufnehmen auch, das war so ein Raum, genau wie bei Luigi's Mansion 3, hat es sehr sympathisch ein Mitarbeiter da, der mir Tipps gegeben hat, ein bisschen erklärt hat, wie funktioniert der ganze Spaß hier. Und das war eben sehr schön, das dann einfach anspielen zu können, weil ich weiß, für das Spiel wurde zum Teil viele Stunden gewartet. Deshalb wirklich nochmal Dank an Nintendo, dass es hier so schön, das war gerade richtig dumm, dass es viel geklappt hat, dass es wirklich direkt vor Ort einfach aufsetzen könnte. Sehr nett aus jeden Fall. Ist aber meiner Groß definitiv nicht irgendwie selbstverständlich, dass das so gut funktioniert. Ja, ihr merkt schon, an meinen Kills und so weiter, ich hab noch keine wirklichen Skills in diesem Spiel und bin auch gerade kurz davor zu verrecken. Ich hab wie gesagt den Teil noch nicht gespielt und deshalb, ich musste einfach erstmal ein bisschen reinkommen. Ist aber definitiv sehr schön von der Musik und auch vom ganzen Ambiente her, finde ich das Spiel sehr süß gemacht mit der Knetform. Dachte am Anfang so, Knetform, Digga, was soll das? Es ist halt so ein richtiger Kindergarten-Zelda, das ist überhaupt nicht mein. Aber nach und nach, vor allem wo ich das mal anspielen könnte, bin ich immer mehr der Meinung, dass mir dieser Stil eigentlich gefällt. Klar, man kann es nicht mit dem Breath of the Wild vergleichen, aber ich finde, dieser Stil hat auch was. Auch wenn es eher mehr für Kinder gemacht ist, sag es mal. So, und hier sind wir jetzt in den Zauberwald. Und hier kommen... Willkommen in Zauberwald. Du wirst dieses geheimnisvolle Insel erkundigen. Ah ja. Übrigens ist das alles nachgesprochen, ist ja klar. Weil ich habe dort das nur gecaptured und nicht irgendwie großartig kommentiert.
Ja, werde das Spiel natürlich auch Let's Playen zusammen mit dem Sun. Was heißt, er besagt, der Sun wird erst Let's Playen. Und mal sehen, ob ich dabei sein werde oder nicht. Aber er ist großer Zelda-Fan. Dann kommt gesagt, so Sun, dann darfst du dieses Spiel meinetwegen auch Let's Playen. Hast vermutlich auch mehr Skill wie ich in diesem Spiel drin. Deshalb tut der Sun dieses Game Let's Playen ab dem Release. Natürlich, das ist der Killer. Seit jetzt schon im September ist das schon relativ bald tatsächlich. Mal schauen, wann genau. Aber ich glaube, das ist das alles schon relativ bald, dass es erscheint. Also das Original ist am 6. Juli 1983 erschienen, also wirklich der Originalteil. Und das Remake erscheint am 20.09.2019, also das ist jetzt in einem bisschen weniger als einem Monat, ist ja soweit. Ja, freue ich mich sehr drauf, ganz klar. Wenn es zumindest meint. Ja. Wie gesagt, das war eine Demo. Es darf davon knapp, ich glaube, das sind insgesamt Tabelle, was aus dem Tag rausgeschnitten, knapp 8 Minuten, die ich jetzt zeige. Von dem Gameplay, also es wird jetzt relativ bald enden. Deshalb bedanke ich mich soweit beim Zusehen von dem Gameplay. Ich hoffe, ihr seid bei der Vollversion wieder dabei. Danke fürs Zusehen, danke auch für den Support. Daumen hoch und so weiter, würde mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr tatsächlich wollt, dass ich auch nächstes Mal wieder auf der Gamescom aktiv sein werde und Games aufnehmen, einfach mal Like, Kommentare lassen. Weil das zeigt einfach, was ihr für eine krasse Community seid. Es kommt noch ein Video von der Gamescom tatsächlich zu Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Sommerspiel ist es da, pardon. Nicht von morgen online. Aber soweit, denke ich mal, habt ihr einen guten Eindruck bekommen. Ihr letzten auf Zelda, Link's Awakening, das war's mit der Demo. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao. Schneide ich so rum und dann ist mir nachts dann eingefallen, ich wollte das dann auch das Mauspad zeigen. Brr. Also das hier ist das krasse letzten auf Zelda Link's Awakening Mauspad hier, was ich bekommen habe. Schaut es doch mal an, das sieht doch richtig, richtig schön aus. Und das hypt einen doch auch ein richtig, richtig krass aufs Spiel. Und mit diesem Mauspad sage ich jetzt aber endgültig, herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Ich hoffe, es hat das Demo-Gameplay gefallen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.